Das Leben eines Influencers. Viel Geld. Gar nichts machen, nur am Chillen. Und Scheiße. Und das ist einfach nur für ein paar Bilder? Nein. Das Leben eines Influencers nicht so leicht, wie ihr denkt, Jungs. Es kann ziemlich gefährlich werden. Du hältst jetzt deine dämliche F***, Alter. Sonst kriegst du direkt die Kugel in den Kopf. Habt ihr noch nicht umgebracht, das kleine Stück Sch***. Like das Video und abonniert auf jeden Fall den Kanal, weil viele haben nicht abonniert. Boah, ich muss jetzt hier so eine Einreise machen. Bro, und in my opinion, that shit is just, das ist einfach beyond crazy. Hab einfach Bock auf gelassenes, chilliges EP. Schüchtern. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Peace-Zeichen mach. Hey, ja, das passt soweit. Wann möchtest du einreisen? Was ist das für eine Frage? Normal jetzt? Wie? Gibt es hier Leute, die das planen und in ihren scheiß Kalender eintragen? Oder wett? Okay, dann gebe ich dir jetzt die Rolle und du kannst joinen. Nette Einreise hier schon mal, okay? Ich warte dann in der Einreise auf dich für ein paar Geschenke. Uiuiuiuiui. Ey, das ist der Server, wo ich einmal Discord-Trolling gemacht habe in der Einreise. Ich werde dir kurz ein Flashback einblenden. Für die, die es nicht geguckt haben, Alter, guck das. Dann kann man das irgendwie übertragen? Ja, mach mal. Wie genau geht das nochmal? Ich bin jetzt nicht so oft auf Discord. Bei Bildschirm übertragen, unter deinem Sprachchat verbunden. Mit der Kamera da? Nee, das ist was. Nee, jetzt sehe ich deine Füße. Ah, okay. Das ist genau wie damals. Moin, Wien vor und Verzahn, was geht? Ja, moin, das geht ja schnell. Ja, ich bin schnell in allen Hinsichten, ne? In allen Hinsichten bist du schnell. Ja. Nee, perfekt. Wie gesagt, hier ist noch ein OOC-Bereich, hier, wenn du Fragen haben solltest, kannst du diesen natürlich noch gerne stellen. Okay, hier ist noch OOC, ne. Ich dachte gerade, ja, ich komme ja an, mach's mir erstmal gemütlich, ne, den hier erstmal den harten aus quasi, ne. Super, bin ich top hier schon. Aber mit der Auto darf man sich ausruhen, oder was? Richtig, ich gebe dir gerade ein paar andere Geschenke schnell nebenbei. Ja, lädt mir doch jemand am Arsch. Super, ein Phone direkt, oh, nice. Das ist jetzt zum Schluss gekommen. Ein Tablet? Richtig. Und da guckt man sich dann die ganzen Schmuddelfilme an, oder was? Richtig. Ja. Naja, ich bräuchte halt ein Auto, mit dem man, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, da wo ich herkomme, Chayas bearbeiten kann, so. Also. Ja, dann ist definitiv der BMW. Zweisitzer, sportlich, schnell. Ich meine, kommt die Dame da mit dem BMW dazu, oder? Ich meine, die liegt da so. Nein. Du bist der Danny, ne? Richtig. Okay. Ja, ich habe dir jetzt erstmal eine Freundschaftsanfrage geschickt. Warum? Einfach so cool erstmal kennenlernen. Ja. Leider unerwünscht. Oh. Aber alles gut. WhatsApp auch nicht? Gar nicht? Nein. Immer wenn ich Fragen zum RP habe, sage, yo, mach ich dir eine WhatsApp, eine schnelle Audio. Ey, yo, Danny, nee, weißt du vielleicht, wie das geht? Und dann kannst du mir das sagen. Privatsupport ist tatsächlich hier gar nicht, wenn am Ticket auf oder Support war darum. Kannst du mir nicht einfach eine Nummer geben? Nein, definitiv nicht. Okay, schade. Woher kommst du aus welcher Umgebung? Das spielt doch nichts zu sagen, woher ich komme. Achso, nee, ich dachte, vielleicht kann man cool was mal unternehmen, so zwei Bros. Wie gesagt, such dir erstmal eins der Autos aus. Ja, ich glaube, ich werde dann hier den BMW mir irgendwie genau da drauf. Perfekt, dann komm. Verschmieren mein Zeug. Die Dame, kann man Ihnen helfen oder warum gucken Sie hier mein Auto so an? Kann man Ihnen helfen, die Dame, oder was? Kommst du jetzt bitte mit? Die Dame, kann man Ihnen irgendwie helfen? Sie gucken mein Auto so an mit großen Augen und Sie würden, können Sie mal eine Runde mitfahren, ne? Ja, mach halt was anderes. Kommst du bitte mit? Aber das ist dann hier quasi der Kontrakt, ne? Ich sign den mal. Hier, zack. Einmal hast du meine Unterschrift drauf, ne? Kannst dir einrahmen, ne? Quasi als Autogramm, ne? Da lädt mich doch am Arsch. Weißt du schon, in welche Richtung du gehen möchtest? Als Abschlepper würde ich gerne arbeiten hier. Und als erstes würde ich am liebsten die Dame da mitnehmen. Das ist so leider nicht möglich. Ja, ja. Okay. Und die Dame, die kann ich nicht irgendwie, kann ich die noch anquatschen vielleicht vorher? Ein bisschen mein... Nein, das ist ganz schlecht. Riz auf sie spitten? Okay. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei uns. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Nabend! Einen guten wünsche ich. Moin. Alles gut bei euch soweit, oder was? Ja, würden Sie einmal bitte mit Ihrem Fahrzeug, wenn zur Garage hier vorne fahren? Hier ist kein Parkplatz. Ja, da lädt mich doch eine Popperze. Ja, klar, kann ich machen. Das ist herzallerliebst. Also, Sie befinden sich gerade im absoluten Halteverbot. Sorry, wie ein Fucksteifen. Warte. Was geht bei dir mit deinem mottenzerfressenen Oberteil? Ich sag mal so, ich hatte gerade eine kleine Auseinandersetzung mit der Rosa und das sieht halt am Ende so aus, ne? Was soll ich sagen? Sorry. Mhm. Das sieht am Ende so aus, ja. Mal wieder frech der Rosa gegenüber. Kann man so sagen, ja. Ja, da müssen wir natürlich disziplinarische Maßnahmen einleiten. Nee, Quatsch. Kollege, einmal bitte den Taser rausholen. Wofür das denn? Für die disziplinarischen Maßnahmen. Haben wir gelacht. Drei Eimer voll. Einmal Füße hoch, bitte. Da kommt ein flacher Witz. Ich habe die Füße oben. Er kann aber unten durch. Er kann aber unten durch, ja. Sehr schön. Wissen Sie, wo man hier auch jemanden antrifft, ne? Hier auch nicht nur so rumstehen wie so ein Denkmal. Sorry, dass ich das einmal so sagen muss. Wenn du es herausfindest, kannst du dich gerne bei mir melden. Ja. Ich bin doch keine Maschine. Alles klar, ich bin dann mal weg, Jungs, ne? Da leg mich doch am Arsch.
Nee, danke, nicht bei den Schokoladenpreisen. Da ist auch schon wieder einer. Was macht der hier? Yo, Mann, alles cool bei dir? Ja, und selbst? Ja, normal muss, ne? Ja, ist gut an. Ja. Da hast du dich ein bisschen beglücken lassen hier vom, ne? Netten ja, natürlich. Ich hab mich mal gebückt, so wie sich das gehört. Wo findet man hier ein paar Mädels? Sag mal, hey. Boah, Digga, Alter. Da fräst du gerade richtig. Also, ich hab da überhaupt gar keinen Plan. Gibt's hier so ein soziales Netzwerk oder Social Media irgendwie sowas? Auf dem Handy? Ja. Da musst du dir die App Gelbe Seiten runterladen und Twitter. Hier sind halt lustige Leute. Hier sind echt lustige Leute so. Aber es ist gerade so wenig los, weil es halt so früh ist, weißt du? Hier ist es halt 16.30 Uhr erst und RP Prime ist halt so in 3 Stunden, weißt du? Ah, ihr schon wieder. Alles gut soweit, Männer? Ey, sag mal, hört dein Kollege schlecht oder was? Was willst du von ihm? Nichts, ich wollte nur fragen, ob alles gut ist bei euch. Ist das nun so schlimm? Nö, natürlich ist alles gut. Wollte nur mal fragen. Ist dein Kollege gerade im Kopf? Nehmen wir mal mit, ne? Wenn das okay ist. Würde ihn hier stehen lassen. Wenn ich jetzt gebannt werde, mir auch scheißegal. Diese Typen, denen interessiert doch wirklich gar nicht. Kollege, bist du da oder was? Sag mal, Kollege, hörst du schlecht? Wieso hat der einen Fallschirm dabei? Alles frisch? Sind immer noch keine Damen hier. Was wird das heute Abend? Heute Abend sind mehr wach. Kann ich dich mal kurz mitnehmen auf der Piste? Ja, von mir aus. Ja, komm mal mit hier. Ich kann dir... Warte. Oh, jetzt. Bin hier gerade so ein bisschen die Gegend da mal Kunden gewesen. Ja. Ein paar Tricks am Ziehen und so. Mit dem neuen Dirtbike habe ich mir gegönnt. Ja. Geiles ja. Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Zack! Puh! Scheiße! Boah, das war knapp, ey. Ja. Stehst du auf so ein Zeug, so risky? Ja, das no risk, no fun, ne? Ja, das hast du aber auf jeden Fall drauf, ne? Ja, auf jeden Fall. Mach das nicht erst seit gestern. Geil. Fuck, mich hat's richtig umgehauen. Bist du noch da? Ja. So, einen Tag später, Jungs. Ich wollte gerade nochmal joinen auf lustig, weil da ging mir bis jetzt zu wenig so. Und ich bin nicht mehr auf der Whitelist. Und ich schreibe jetzt, meine Whitelist seit gestern plötzlich weg. Der hatte mir auch geschrieben irgendwo, bitte ein Ticket aufmachen. Vielleicht ist das gestern... Ich habe ja eigentlich niemanden gekillt gestern in dem Sinne. Oh, shit. Sofort Wartraum. Einen wunderschön. Wunderschön. Alles gut? Ja, natürlich. Du kannst dir nicht vorstellen, warum deine Whitelist weg ist. Nee, ich bin völlig perplex gewesen. Also ich war gestern noch da und dann war sie auf einmal weg, dann... Du bist vom Motorrad gefallen, hat vorher Medic auf der Schulter und definitiv auch einen angefahren vorher. Davon haben wir Clips zugesandt bekommen, deswegen haben wir dir die Weichlist erstmal weggenommen, dass du dich bei uns meldest. Das überrascht mich gerade komplett. Warten Sie mal kurz. Ich muss einmal dann kurz hier was intern klären. Warte. Ich tue jetzt einfach so, als wäre mein Bruder oder so gestern am Spielen gewesen, oder? Vielleicht funktioniert's. Hab ich da geredet richtig in den Clips explizit? Du hast nicht geredet, das war das Problem. Das war eins zu eins gleich, was du anhattest bei der Einreise. Wo ich ja. Ich glaube, dass ich das bin. Aber ich meine, hab ich da geredet? Nein. Also, ich weiß nicht. Alles gut. Ach, teil mir ein Zimmer mit meinem kleinen Bruder. Und der einfach ein Volltrottel manchmal. Okay. Warte mal kurz. Das war so circa... Bist du irgendwie dumm, Dennis? Ja, aber dann nur nicht auf meinem Account, du Trottel. Wie alt ist der? Bruder? Ach, 14. Der ist ein... Ach, okay. Ich weiß nicht, was da gerade in ihn gefahren ist, dass er so dachte, das wäre irgendwie lustig, aber Quatsch. Ich kenne das ja. Kriege ich dann die Whitelist wieder? Muss ich die neu beantragen? Du kriegst die Whitelist jetzt dann gleich wieder. Okay, danke. Das fühle ich aber jetzt mal des Grauens. Mal hier kurz auf dem Handy, was hier abgeht. Ah, Twitter habt ihr hier auch. Bennys ist auf Abruf für euch da. Einfach anrufen. Hallo? Jo, Benny. Alles scheiße aus. Alles gut? Ja. Meister, mein Auto ist weg. Dein Auto ist weg. Ich finde den Abschlepper nicht. Ist das zufällig bei dir? Nee, das ist im Abschlepphof. Okay. Bei mir ist es nicht. Ich habe da gehört, dass du da ein paar Autos bei dir so lagerst und bunkerst und dann zwischendurch mal draufwickst, so. Ja, nee, aber wenn das irgendwo stehgelost wird, ist es im Abschlepphof. Ah, okay. Dann komme ich gleich mal zu dir, mit, wenn ich es geholt habe. Vorbei, ne, du alte Scheißhaus. Alles klar, dann bin ich gleich dort. Alles klar, bis gleich. Ciao. Ey, ich guck jetzt nochmal an. Ja. Hallo? Ja. Kann man bei dir tunen? Ja. Wie viel kostet das ungefähr, wenn du so den ganzen Wagen auftunst? Mit Panzer 120.000. Ah, bin ich gleich da, du alter Penner. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Genau. Geil. Das macht doch Spaß jetzt. Nee. Ich bin jetzt eine Stunde hier hingelaufen, weil der Penner mich nicht fahren wollte. Und das ist jetzt... Ach, jetzt muss ich nochmal Benny anrufen. Der wartet sonst die ganze Zeit. Ja. Benny, sorry, dass ich dich vielleicht jetzt so lange warten lasse. Ich bin jetzt zum Abschlepper gelaufen, weil so ein Typ, der wollte mich nicht fahren. Der hat voll den Vogel gehabt, wirklich. Jetzt stehe ich hier beim Abschlepper mit einem Halbharten und hab nicht genug Bargeld und muss jetzt nochmal zurücklaufen, glaube ich, irgendwo um Bargeld. Ich wollte nur nochmal Bescheid geben, nicht, dass du da stehst wie ein Denkmal. Bleib,
Bleib stehen, ich hole dich, ich komm. Okay, dann reibe ich mir schon mal die Arschbacken zusammen. Alles klar, bis gleich. Jo, ciao. Ciao. Mein Gott. Ich mache jetzt richtig RP mit diesem Benny. Jungs, ich switche in den RP-Modus. Oh, der ist aber schnell. Moin, Benny, alles scheiße, alles gut? Du bist es doch, oder? Jo. Tippitoppi, ja, ich bin ungünstig gelaufen, ne? Ah, ich geb dir einfach, wie viel fehlt dir für Geld? Ich weiß nicht, ich habe jetzt null dabei, ich weiß jetzt nicht, wie viel das kostet, das abzuheben. Ah, warte, wir gucken schnell. Ich zahl's ja auch auf jeden Fall zurück oder schlag's dann nochmal oben drauf, ne? Ja, klar. Wenn du mein Auto pimpst oder so. Warte. Oder kann ich dir auch einen runterholen oder so? Keine Ahnung. Nee, so weit bin ich schon nicht. Nee, ich meine, manche machen das ja auch. Ja. Yeah. Das Konsole. So, ich würde sagen, ich fahre die einfach hinterher, ne? Und ich mache noch einen Abstecher bei der Bank am besten. Ja. Wo bist du hingedüst? Ich habe dich ein bisschen verloren aus den Augen. Ja, zu Benny's. Oh, okay. Ja, ich muss eh nochmal zur Bank. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich hatte ja gar kein Bargeld dabei, deswegen. Ja, ich habe hier auch Bankautomat. Also du kannst Der leckt mich fett. Dreh mich einmal viermal in den Flugzeug und dann leckt mich echt fett, ey. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg. Alles klar, bis gleich. Chaya? Ich muss kurz meinen RP-Wrist spitten. Soll dir sagen, ist gleich wieder da. Okay. Bei Ihnen alles gut? Ja. Ja. Seid ihr zusammen da, oder? Wir zusammen. Ihr beide, der in Orange, der nicht ganz so gut aussehende Typ wie ich. Sorry. Nee, Quatsch. Nee. Okay, cool. Ja, gut zu wissen. Kenn ihn nicht. Ja, gut. Gut. Ja. Was läuft bei dir so heute? Bei mir? Nicht viel. Mal gucken. Ah, wenn du Bock hast, gebe ich später einen trinken oder so. Nein, danke. Können wir gerne machen. Ich habe später auf jeden Fall noch Zeit. Ich nicht. Okay. Ja, alles gut. Ist auch cool, Uli, ne? Du hast also dreimal einen Korb gekriegt. Ich würde mir Gedanken machen. Ja, du verstehst das nicht, aber sie will wahrscheinlich sehr krass was von mir. Ich das nicht. Gott, ey. Die ist komplett wild. Dommel, hilf mir! Oh, ich würde jetzt gerne meine Karre pimpen, ne, wenn das geht. Ist denn jemand schon drinnen gerade, oder? Der ist doch gerade rausgefahren. Kann man nicht mit rein, wenn er das pimpt, oder wie? Geh mal kurz weiter. Nicht, dass man da das schmuddelige Sachen passieren drinnen. Quasi, ja. Ja. Ben, ich hab mir sagen lassen, du verstehst dich sehr gut mit der Dame davon. Ich bin nicht Ben, ich bin Domme. Ach so, Domme, okay. Ich hab mir sagen lassen, du und die Dame verstehen sich sehr, sehr gut da. Hinter den geschlossenen Türen immer. Okay, ja. Ja, man hat halt so mal so ein paar Sexspielchen und so. Natürlich. Wer bist du, wenn ich fragen darf? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Hä, aber hab ich nicht gerade. Warst du nicht der mich gerade abgeholt hast? Ja, doch, aber. Ich bin nicht Ben. So. Ben ist der Inhaber, ich bin Angestellter. Ah, okay, ich hab immer nur über die Nummer angerufen und dachte, okay, das ist jetzt Ben. Ja, nee, das ist, wenn du Ben Anzeige macht, das hast du wahrscheinlich schon gelbe Seite, dann steht du andere Nummer. Also ich hab einfach mal auf das Telefon gedrückt und dann ging da irgendein Penner ran. Ich weiß jetzt nicht, mit wem ich da geredet habe. Ja, mit mir, Penner. Oh. Ach, ich dachte, das war jetzt Ben, weil er hat doch die Anzeige. Ich nehm's zurück. Scheiß drauf, ey. Wir vergessen das einfach. Am Auto, was will ich machen? Da würde ich ja gern gucken, vielleicht. Ja, dann fahren wir mal. So die ein oder andere äußere Veränderung. So, ja. Die Dame kannst ja gerne mitkommen, wenn du Lust hast, ne? Nee, danke. Aua. Ja, wir sehen uns dann später, ne? Ja. Ey, mach den Wagen nicht kaputt, der ist neu. Ja, der ist schon kaputt. Ja, ich meinte hier den orangenen Penner da. Soll ich schlagen? Ganz ehrlich, was hattest du mit der Dame da, ganz ehrlich? Wieso? Was war das? Die hat mir erzählt, dass sie so voll auf dich abfährt und du so sie komplett in den Bann gezogen hast. Und da frage ich mich, wie machst du das? Ja, keine Ahnung. Das ist aber auch nicht von ganz schlechten Eltern. Nee. Ja. Mach mal rot hier, knallrot. Das rot? Ja, rot sagt man ja immer, ist die Farbe der Liebe. Vielleicht kriegt die Dame damit überzeugt, ne? Wobei sie ja eigentlich, wie soll ich das sagen? Ja, klar, ich versuche sie jetzt irgendwie zu überzeugen. Aber ganz ehrlich, die sieht auch echt ziemlich leicht zu haben aus. Ich weiß nicht, ob da so viel Überzeugungsarbeit nötig ist. Muss ich irgendwo inparken? Ja, mach mal am besten hier. Alter, was laberst du für eine Scheiße, Junge, ey? Wie bitte? Ja, brauchst gar nicht so bitte zu sagen, ey. Wie bitte? Nee, hallo, hörst du? Dübel mal deine Zunge ein wenig. Tut mir leid, ich wollte jetzt niemandem zu nahe treten. Wie bezahle ich dich? Auch einfach bar? Ja, indem ich kriege 6.000 plus noch muss 7.000. Yep. Musst du bar abgeben. Ach so. Wie mach ich mit Handy? Wie pack ich das Handy weg? Ja, wenn sie Faxen machen, kriegen sie hier schneller Hausverbot, wie sie googeln können. Ich verstehe, wie packe ich, mit welchem Muskel packe ich das Handy weg? Ja, mit dem Escape-Muskel. Ach so. Du musst mir das bar geben. Ja. Aber sexuell belästigst und mich beleidigt und so nee, Scheiß nee, alles. Das, als ich am Rausfahren war, war okay. Nicht mit dir gemeint übrigens. Ja, ne? Ja, alles klar. Kann ich machen mit dem, was du willst. Das war wirklich nicht an dich gerichtet. Du wirst gleich sehen, was du davon hast. Das war wirklich nicht... Ja, ja.
Das am Anfang war wirklich assi, das gebe ich zu. Aber das danach, wie gesagt, war gar nicht an dich. Das hätte ich auch gesagt jetzt. Du musst da Auto Emo inparken und wähle Farbe, dass sie trocknet. Ja, aber ich will erstmal ein Foto machen davon. Soll ich dich markieren, irgendwie Werbung machen? Oh, nee, brauchst du nicht. Mehr genug Werbung, danke. So. Einmal bitte aus dem Weg. Die Dame wollen sich vielleicht nochmal zum Auto dazustellen. Das kommt nochmal cooler ein bisschen, oder? Schnauze. Hä? Vielleicht willst du dich auch dazustellen, aber das passt wegen dem Orange nicht. Was? Dieser Amiri-Typ da. Mhm. Der hat eben ganz sexistische Behauptungen gesagt. Was? Freundchen, komm mal ran auf den Meter. Weißt du mich? Stehe ich egal auf dem Schlauch, oder? Seit wann spricht man den Frauen so respektlos an? Sie waren doch gar nicht dabei. Wir haben das ja, aber auf Videobeweis. Ich habe einen Anruf gerade bekommen. Pack dein Handy weg. Ja, tut mir leid. Ich habe eine Nachricht. Ja, ist Pech. Jetzt leg dein scheiß Handy weg. Entschuldigung, der Orange hat doch da jetzt gar nichts mit zu tun. Natürlich. Ich habe jetzt kurz einen Tweet von meinem Auto gemacht. Ist das so schlimm? Ich habe alles mitgehört, was sie gesagt haben. Darf ich keinen Tweet von meinem Auto machen? Nee, gerade nicht. Und sagt, du sollst dein Handy wegpacken, dann hast du. Ach, das ist ich wusste nicht, dass das ein Officer ist. Ja, jetzt weißt du es und pack dein Handy weg. Fertig ist. Du bist nicht der Officer. Ich möchte nicht, dass du mit mir in diesem Ton redest. Tut mir leid. So, der Officer kann das gerne machen. Handy ist weg. So, tipptopp. Kein Stress. Eigensicherung. Okay, ja, alles cool. Verstehe ich. Pass auf. Ich habe nicht vor, mich hier zu wehren oder so oder hier in den Cover. Ich habe jetzt einfach... Benny, wenn du Bock hast, kannst du nochmal mein Bild kommentieren. Wäre cool, dass du nochmal selber schreibst. Nicht Benny, sorry, Dom. Hatte aber solltest nicht. Du nochmal so einen Scheiß reinschreiben auf Twitch? Auf Twitch? Auf Twitter, tut mir leid, für morgen. Was habe ich denn geschrieben? Werde ich dir versprechen, ich werde dich höchstpersönlich festnehmen, dir die teuerste Strafe reindrücken, die ich finden kann und dich danach ins SG bringen. Warum ist das deine Frau oder wie? Das ist meine Schwester. Warte. Sie darf keine Beziehung führen oder was ist das Problem? Ja, aber sicherlich nicht mit dir, Alter. Was bist so Schmutz, ey. Ich wurde gerade angerufen wegen Belästigung. Ja, nee, das war dann... Wir können das auch gerne anders klären. Hör auf damit. Okay, nee, ich wusste nicht, dass das hier ihr vielleicht noch ein bisschen zu nahe geht, aber sorry. Ja du kennst mich nicht und beleidigst mich so billig, Alter. Sorry, Mann, ich wollte jetzt wirklich keinen großen Hehl draus machen. Für mich war das ja einfach cool. Ich dachte, das wäre cool, so. Ja, ist cool. Sagen, dass ich billig bin und so ein Scheiß alles, dass ich an jeden rangehe und so. Du kennst mich ja kein Stück. Ich hab das mir sagen lassen. Was kann ich dafür? Ja, wer bin ich denn, hä? Ja, ich weiß es nicht, dass aber wenn mir das so gesagt wird. Nur nicht du hast das, das hat jemand anders mir gesagt. Was soll ich denn machen? Ja, wer denn? Und wer, was ist, wie heiße ich überhaupt, dass du meinst, dass ich das bin? Ja, der hat dich halt vom Aussehen beschrieben. Aber ich will ihn jetzt nicht in eine Pfanne hauen. Das ist doch auch ja, dann sag mal. Außerdem, der Wand glaubt man jeden Scheiß. Ich werde ihn jetzt hier nicht in eine Pfanne hauen. Ich habe die Warnung jetzt erstmal so angenommen. Du hast selber ausgedacht, ey. Du wirst hier verschwinden, du kriegst jetzt erstmal einen Platzverweis hier. Ja, okay, alles klar. Ich düse dann mal ab. Und das wird auch gelöscht im Twitter. Was? Ausdruck kann ich leider nicht aussprechen, dafür ist der Herr dann zuständig, aber ich kann erstmal Platzverweise teilen. Achso, ja, nee, das ist, ich lösche dann eben den Tweet. Beide. Definitiv. Beide? Was war denn der andere? Was ist daran denn so schlimm? Genau, was der andere war. Ja, aber der ist ja nicht mal schlimm, da sieht man die Dame ja nicht. Ja, okay. Wie löscht man die? Du gehst durch und, nee. Man kann da, ich kann die nämlich gar nicht anklicken. Oben links hast du ein Problem und dann solltest du es löschen können. Wenn du jetzt ein Bild von mir machst, werde ich dich erschießen, das verspreche ich dir. Nee, hab ich nicht gemacht. Ist aber noch drinne. Schon wieder, der hat schon wieder was. Oh! Oh. Polizeigewalt. Ich geb dir gleich mal Polizeigewalt, du wirst jetzt hier verschwinden. Ja, okay, ja. Ey, das Mann, ist aber auch... Das ist... Nee, da würde ich... Ich will eine Anzeige. Interessiert mich nicht, Alter. Anzeige erstatten. Hör auf. Der soll sich verpissen, ey. Verpiss dich jetzt oder ich schaff dich. Okay, aber würde ich auch gerne. Ich hab auch, jeder hat ja das gleiche Recht und ich möchte auch Anzeige erstatten. Dein Handy noch einmal raushauen. Bist du dir sicher, dass du jetzt Anzeige erstattest? Weil die kriegst noch eine, Alter. Das ist doch jetzt Quatsch. Und noch eine. Bis du liegst, Alter. Ja, Schluss jetzt. Ja, das ist wirklich. Ja, runter vom Hof. Mach dich jetzt ab. Einsteigen, wegfahren, fertig. Polizist, dann würde ich gerne Anzeige aber erstatten, ne? Ja, nee, versuch das einmal, Alter. Auch, wenn du jetzt eine Anzeige aufnimmst, nehme ich die Gegenanzeige gegen dich auf und dann kann ich jetzt schon sagen, bist du 100.000 los und sitzt mindestens 40 Monate. Kannst du dir überlegen, ob das. Hä, aber wofür denn? Was habe ich denn gemacht? Jetzt gerade? Sexuelle Belästigung. Okay, dann mache ich jetzt einen Abflug. Auch nicht, ne? Ja, dann mach. Wieso kann ich nicht schreiben? Darum jetzt fahren. Ja, ich wurde da geschlagen. Wie soll ich da denn schreiben? Dann hört man auf, sowas zu schreiben. Ah, guck mal, rein theoretisch könnte ich dir auch nochmal eine Anzeige drücken, weil du mich fotografiert hast ohne meine Erlaubnis. Also, seh zu jetzt, dass du dich hier verpisst. Ja, mach ich. Haut rein. Und die Dame, machen Sie es am besten nicht immer mit jedem, dann redet man auch nicht so über sie. Junge, der eine Typ. Lass ihn in Frieden, Alter. Lass ihn in Frieden. So. Die ist ja richtig OC-Mad geworden, Junge. Meine Güte. Meine Herren. Bra, das ist ein Spiel. Wo ist der scheiß Laden, Alter? Ich brauche ein Repair-Kit. Oh.
bist du so frech über Twitter? Wie bitte? Was bist du so frech über Twitter? Steig mal bitte aus oder ich knall dich ab. Yo. Dreh dich mal bitte um. Alter. Ich bin ganz neu, ich habe gar nichts hier, was du hier abzahlen kannst. Ich will dir nichts abzahlen. Ist das deine Freundin gewesen, da mit der ich was hatte? Nein. Okay. Aber ich sag nur den letzten Twitter-Tweet. So, jetzt unterhalten wir uns mal. Okay. Was geht bei dir ab? Warum so frech? Warum zitterst du denn so? Ich zitter nicht, aber wenn du hier neu bist, solltest du nicht gerade die Fresse aufreißen, als wärst du hier der Boss. Ich bin nicht unbedingt der Boss, aber naja. Mein Riss ist relativ krass. Und nur weil ich jetzt hier was mit den Damen am Start habe, willst du mich hier so von der Seite anmachen oder was? Verstehe ich nicht. Die können weiterfahren, ist alles okay, das ist mit jemandem abgeklärt. Danke. So, jetzt hier nur, weil ich die Weiber am Start habe oder was? Ich kann dir ein paar Unterrichtstipps geben, was nein, das eigentlich... Nein, ich sag dir nur den letzten Twitter-Post. So. Machst ein Bild von mir, kriegst eine Anzeige. So, stellen wir uns mal ganz nah neben dir. Soll ich vielleicht irgendwie eine Grimasse oder so machen noch? Nee, bist schon hässlich genug. Hey, vielleicht dann beweg mich mal so ein bisschen dazu. So, will ich noch einen Twitter-Post von dir oder noch höre ich noch irgendeinen dummen Spruch, dann stehst du nicht mehr auf und jetzt verpiss dich. Puh, das ist gerade noch gut gegangen, Alter. Ziemlich unangenehm bis jetzt. Puh. Aber der Wagen ist wieder am Laufen. Ich baue jetzt noch ein paar Sachen auf Twitter, schön. Der fickt niemanden. Oh, hola. Ich mache jetzt einen neuen Account. Hallo? Alles gut oder was? Nee. Warum? Hast du meinen Twitter-Post schon gesehen? Nee, ich habe das deinstalliert. Ich möchte mich von Social Media distanzieren komplett. Ja, sicher? Ja, das ist einfach nicht meine Welt. Hey! Guck mal, ob du dein Auto abschließen kannst. Ich bin ja gefesselt, wie soll ich das abschließen? Ja, warte, ich mach dich nochmal frei. Mit welchem Muskel macht man das denn? Mit dem G-Muskel. Oh. Alles gut. Da war nur wohl einer zu frech. Jetzt schließ mal bitte dein Auto ab. Ist, glaube ich, ja. Wer ist das, der Fotos macht? Ja. Stell dich an die Wand sofort. An die Wand, jetzt! Ja. Ich hätte es jetzt vor Bennys gemacht, weil der wohl noch sexuelle Beleidigungen macht. Text. Darf ich das machen vielleicht? Papa. Oh mein Gott, der Hund. Was machst du für eine Scheiße? Wie bitte? Was machst du für eine Scheiße mit den Fotos? Ich habe damit aufgehört mit Social Media. Sorry, ich habe die Karriere an den Nagel gegangen. Ja, warum machst du gerade noch Fotos? Gerade? Ja. Ich hatte mein Handy nur auf. Komisch, ne? Wieso? Ich hatte nur mein Handy in der Hand. Ich habe einfach dem Leben mit Social Media einfach quasi gesagt, oh, bin ich raus, habe mir zu viel Stress eingehandelt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Leg die Handfesseln an. Puh. Ja. Soll ich den bei mir ins Auto setzen? Soll ich irgendwo hingehen? Ja. Ja. Kleiner, dreckiger Hund. Sorry. Ja. Kennst du das Mädchen denn, mit der ich die Auseinandersetzung hatte? Du hast mich, glaube ich, auf den falschen Dingens gesetzt. Oh, den habe ich gerade repariert. Komm schon. Was hast du gerade repariert? Den Wagen, ja. Oh, sagen, das ist aber ärgerlich, ne? Bandys, aber ich glaube, da bist du jetzt erstmal nicht mehr. Ach, Jungs. Mann, das muss doch jetzt nicht sein. Danke, Jungs. Dass du mir ein ganzes Video sponsert von Content. Komm, wir gucken das mal an. Guck mal, das ist jetzt wie Feuerwerk für dich. Das ist doch scheiße, Mann. Ja? Selber schuld, wenn man so eine Scheiße macht, du kleiner Pisser. Kennst du das Mädchen denn überhaupt, mit dem ich da geredet habe? Du wisst ja auch gar nicht, was hinter den Kulissen... Wie, woher? Mir ist scheißegal, Alter. Du hast nicht so eine Scheiße da rein zu tun ins Internet. Haben wir uns verstanden? Ja, ich meine, ich habe ja selber mal mit... Wir kennen uns ja, sagen wir mal. Ich sag's jetzt mal so friedlich. Wir kennen uns schon länger, wenn du weißt, was ich meine, aber... Ist mir scheißegal, was du meinst. Und deswegen, ihr könnt das vielleicht nicht nachvollziehen, die Beziehung, die wir haben, weißt du? Oh, da ist sie ja schon wieder. Aber ich habe hier einen Platzverweis. Du hältst jetzt deine dämliche Fresse, Alter, sonst kriegst du direkt die Kugel in den Kopf. Hm? Die wollen mich, glaube ich... Hab die noch nicht umgebracht, das hier. Kleine Stück Scheiße. Nee, geil. Die wollen mich unbedingt umbringen. Aber ich spiele mit. Eigentlich dürfen die mich nicht. Daddy, mach vor die Tür hier. Lauf mal jetzt. Einmal Fessellose machen. Bleib stehen. Mach's mit Fessellose, Uwe. Bitte? Wenn du jetzt dein Maul noch irgendwann aufmachst, ja, kriegst du sofort die Kugel von mir. Ja, vor der Türe soll ich machen? Okay. Komm mit, mein Bester. Warte, ich muss den noch eben... So, jetzt lauf mal. So, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Mein Bester. Machst du noch einmal so eine Scheiße, ne? Ich schwöre es dir, du wirst kein glückliches Leben mehr haben. Entschuldige dich jetzt bei der Dame und dann stellst du dich wieder hier hin. Sofort. Soll ich zu ihr hingehen? Entschuldige dich jetzt! Die Dame... Nein, von mir ist mir scheißegal! Die hören mich ja, es tut mir auf jeden Fall leid, dass den ganzen... Das musste nicht sein, das war einfach. Oh, jetzt dreh dich zur Wand. Das ist die Strafe, mein Bester. So, mein Bester, ich gebe dir jetzt einen Zettel. Den stecke ich dir hier unten in meine Hosentasche. Warum? Da steht drauf, dass wenn du die Frau jetzt noch einmal anguckst oder sonst was, geschweige denn bewusst in ihrer Nähe bist, dann hast du ein ganz großes Problem, ja? Ich hab doch, das ist doch kein. Verzieh dich. Ganz weit weg, ja, im Würfelpark oder sonst was.